Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Einführung zum 1-4-Prinzip nach Friedrich Weinreb. Immer wieder werde ich die gleichen Fragen gefragt. Ich betreue seit 2007 das Tonarchiv der Friedrich Weinreb Stiftung und habe seitdem viele, viele Kontakte gehabt per E-Mail, Brief, Telefonate, persönliche Besuche und so weiter. Und dabei werden im Grunde immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Die einen, die beschäftigen sich schon lange damit, finden aber manche Zusammenhänge nicht. Andere beschäftigen sich seit kurzem damit und möchten mehr wissen. Und ich möchte einfach nur einen Überblick geben, warum eigentlich 1-4-Prinzip, was ist da Besonderes dahinter? Und möchte gleich vorwegnehmen, ein Teil von dem, was wir an Luft einatmen, der Sauerstoff, ist genau das, was unserem Leben erhält. Das ist die 1. Und die 4 ist der andere Teil, in dem die 1 verborgen ist. Das ist ganz wichtig zu wissen, denn wenn wir alles nur von der einen Seite hätten, könnten wir nicht leben. Wenn wir es nur von der anderen Seite hätten, wenn wir nur Sauerstoff hätten in unserer Umgebung, könnten wir auch nicht leben. Wir brauchen beides zusammen, genau in einem bestimmten Verhältnis. Und dieses Verhältnis finden wir auch in der gesamten Bibel. Und da möchte ich einige Beispiele geben. Und um dahin zu führen, möchte ich einen kleinen Einblick geben in das hebräische Alphabet. Fangen wir an. So, das hebräische Alphabet beginnt mit der Aleph rechts oben und endet mit der Taf ganz links unten. Das ist gegliedert in drei Ebenen. Hier unten stehen Zahlen drunter, die hat sich nicht einer ausgedacht und es ist nummeriert worden, sondern im Hebräischen gibt es keine Zahlen in Form der arabischen Ziffern, wie wir sie kennen, sondern jeder Buchstabe entspricht einem Zeichen bzw. einer Zahl. Und diese Zahl ist festgeschrieben seit Jahrtausenden. Hat sich keine Kommission ausgedacht, ist ein Stück weit ein Geheimnis, aber ein Geheimnis, das sich gerne auch offenbart. Und es offenbart sich nur in der Grundsprache der Bibel, nur ausschließlich im Hebräischen. So auf diese brillante Art und Weise, im Griechischen schon nicht mehr so. Und das Besondere daran ist, dass das, was ich jetzt sage, überprüfbar wird. Das war auch meine eigene Intention, sich mit dieser Thematik mehr zu befassen. Hier kann ich endlich mal wegkommen von all diesen Auslegungen, die seit vielen, vielen Jahren gegeben werden, von all den Interpretationen. Ich denke, ich meine, ich glaube. Und das hilft mir, das hilft niemand weiter, weil dann kann ich am Ende alles behaupten, alles sagen. Aber die Bibel, aus der das Judentum hervorgegangen ist, aus der das Christentum hervorgegangen ist, insbesondere die letzteren mit dem Neuen Testament, das sind Buchreligionen. Buchreligion heißt, es steht geschrieben. Und genau das finden wir im Neuen Testament, was Jesus auch sagt, mehrfach, es steht geschrieben. Also muss ich doch wissen, was steht denn eigentlich geschrieben? Weil er bezog sich doch nicht auf das griechische Neue, er bezog sich immer auf das alte Hebräische und zum Teil auch aramäische Testament. Und in diesem Testament kann man die Dinge miteinander in Beziehung setzen, wie es in anderen Sprachen nicht möglich ist und in Übersetzungen überhaupt nicht. Es gibt keine Übersetzung, die das leisten könnte. Und infolge dieser Erkenntnis habe ich mich selbst im Hebräischen immer mehr zugewandt und kann es heute lesen, verstehe auch sehr viel, aber bin sicherlich kein Experte darin. Für das, was ich heute mitteilen möchte mit dem 1-4-Prinzip, reicht es zu wissen, dass jeder Zeichen einen zugeordneten Zahlenwert hat. Und zwei von diesen 22 Zeichen, fünf am Ende eine andere Form haben. Das sind hier die Kaf, die Mem, die Nun, die P und die Zadde. Und das war es auch schon in der alten Zählweise, wie es ganz früher eben im alten Wissen überliefert wurde, hat das letzte Schlusszeichen keinen anderen Zahlenwert, sondern ist identisch mit dem Zeichen, wie es am Anfang oder in der Mitte eines Wortes verwendet wird. Jetzt kommen wir zu zwei Bäumen, die ganz zentral stehen am Anfang der Bibel, wo es um die Verführung geht, um den sogenannten Sündenfall, der nirgends in der Bibel so genannt wird. Das ist eine theologische Konstruktion. Natürlich wird von Sünde geredet, aber im Hebräischen gibt es das Wort Sünde so gar nicht. Das ist auch wieder eine Konstruktion, sondern es gibt drei verschiedene Worte. Es gibt Chet, es gibt Avon und es gibt Pesha. Das sind drei Worte, die etwas ganz Spezifisches wiederum beschreiben, in einer Abstufung, in einer Graduierung.
Und es ist dann doch sehr oberflächlich zu sagen, Sünde. Es geht also um wesentlich mehr und es geht auch nicht um irgendeine Tat. Ach, jetzt habe ich was falsch gemacht, jetzt habe ich gesündigt. Mit Sünde wird was ganz anderes bezeichnet. Und mit dieser Sünde hat dieser Baum hier unten zu tun, dieser Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und wir wissen, dass der Weg zum Baum des Lebens dann abgeschnitten worden ist. Wenn wir aber diese zwei Bäume im hebräischen Original uns einmal anschauen, dann sehen wir, dass sie in ihren Zahlenwerten, die sich aus den verwendeten Zeichen ergeben, ein ganz bestimmtes Verhältnis ergibt. Also wenn wir Baum des Lebens auf Hebräisch lesen, dann heißt er Etz HaChaim. Ich habe es hier unten drunter nochmal in der Transliteration, wie man das nennt, geschrieben, sodass man es nachvollziehen kann und lesen kann. Hier vorne der erste Buchstabe, Ayin nennt er sich, das ist die 70. Der zweite, Zadeh, ist die 90. Dann kommt hier die He, das ist der Artikel für der und die. Das gibt es, also das Neutrum gibt es im Hebräischen gar nicht. Entweder ist es männlich oder weiblich. Dazwischen gibt es nichts, deswegen gibt es auch im Hebräischen nicht das Kind. Entweder ist es männlich oder es ist weiblich. Was, wenn in der Bibel steht Kinder, dann ist das wieder eine Interpretation eines gutmeinenden Übersetzers. Genau genommen ist das falsch. Hier haben wir also die He, dann die Chet ist 8, dann die Jod, nochmal die Jod und die Mem am Ende. Wenn wir das alles zusammenzählen, das hier sind keine Minusstriche, sondern Bindestriche, dann haben wir in alles zusammen addiert den Zahlenwert 233. Beim Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, wenn wir alles zusammenzählen, genau auf die gleiche Art und Weise, kommen wir zu 932. Das ergibt ein Verhältnis, wenn wir den Faktor 233 jetzt nehmen, einmal und viermal. Also der Baum der Erkenntnis hat genau viermal den Wert gegenüber des Baumes des Lebens. Und hier sehen wir, dass also eine Verhältnismäßigkeit da ist. Eine Relation besteht zwischen der 4 und zwischen der 1. Wie wir es ja auch in unserer Hand sehen, worauf ich noch kommen möchte. Also 1 und 4, Baum des Lebens und Baum der Erkenntnis. Das ist also ein Beginn, wo auch damals bei dem Weinreb gesagt hat, aha, das ist hochgradig interessant. Gut, man muss wissen, er war Professor für Mathematik und hatte dafür noch ein anderes Auge gehabt als der gewöhnliche Mensch. Aber damit wird ein Verhältnis beschrieben, das essentiell für unser Dasein jetzt in diesem Leben ist. Ich möchte ein paar Beispiele bringen aus der Bibel und auch aus dem Leben, die zeigen, dass 1 und 4, die sich gegenüberstehen, doch unser Leben auch bestimmen, beziehungsweise dass mit diesem Zahlenverhältnis mehr ausgedrückt wird als einfach nur eine Information. Ah ja, interessant. Was kann ich damit anfangen? Ja, es begeistert mich, war faszinierend, schön. Nein, 1,4 hat etwas damit zu tun, ob wir unserem Lebenssinn näher kommen. Ob wir tatsächlich in diesem Leben verstehen, wo unser Ursprung liegt und was uns als Menschen ausmacht. Ein Beispiel, das ganz vorne in der Bibel in 1. Mose 2 gegeben wird, das heißt, und ein Strom, Nahar heißt im Hebräischen, ging aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Und von dort aus teilt er sich und wurde zu vier Flüssen. Für Flüsse steht dann das Wort Rosch, also gar nicht mehr das Wort, wo es oben verwendet wird, sondern ganz anderes. Ich möchte da nicht näher drauf eingehen, möchte nur sagen, aus der Eins wird etwas anderes. Aus der Eins, von dort geht es aus, das ist der Ursprung, und dann wird es zu etwas, was eine andere Qualität hat. Aber der Ursprung ist hier diese Eins. Also 1,4 sehen wir hier schon nicht nur im Verhältnis vom Baum des Lebens und Baum der Erkenntnis, sondern auch von dem einen Strom, der dann in die vier Flüsse übergeht. Dann machen einen Sprung ins Neue Testament, hier eine Mitteilung aus Johannes 19, die Kriegsknechte aber, da sie Jesus gekreuzigt. Was ist Jesus auf dem Kreuz? Das ist der eine auf der vier. Die Kreuz stellt die Vierheit dar. Es ist das Zeichen, das nach oben zeigt, nach unten, nach links und nach rechts.
Und auf dieser 4 wird der eine festgemacht, der eine, der von der anderen Seite kommt. Und auch hier sehen wir, wenn auch nicht vielleicht ganz so offensichtlich für jedermann, 1,4. Nahmen sie seine Kleider und machten 4 Teile, einem jeglichen Kriegsknecht ein Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenäht, von oben an gewirkt, durch und durch. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wes er sein soll. Also auch hier wieder der eine Rock gegenüber 4 Teilen der übrigen Kleider. Das nächste Beispiel: Jesus selbst wird genannt. Hier in Markus 6, Vers 3 ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn und der Bruder des Jakobus, Joses, Judas und Simon. Also 4 Brüder und gegenüber, beziehungsweise wie man auch immer das lesen will, der fünfte oder der eins, der erste, die eins gegenüber den 4 ist Jesus. Also 1,4. Auch hier sehen wir das wieder. Warum steht sowas da? Wir finden diese Menschen nicht in der Geschichte und sie haben auch sonst weiter keine große Bedeutung in der Bibel. Hier und da wird nochmal jemand erwähnt. Aber warum wird das mitgeteilt? Bei Jesus finden wir ganz gezielt immer wieder Hinweise auf dieses 1,4, aber auch der 13., der über die 12 hinausgeht. 12 Jünger und erste 13. Springen wir zurück ins Alte Testament und wir begegnen in 1. Samuel 17 dem Kampf zwischen David und Goliath. Und da wird ganz nebenbei erwähnt, und er, also David, nahm seinen Stab in seine Hand und wählte sich, das wird schnell überlesen, 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in das Hirtengerät. Also es sind 5 glatte Steine. Es ist nicht irgendeine bestimmte Anzahl. Ja, er griff in den Fluss und holt sich ein paar Steine raus und dann will er mal sehen, wie es weitergeht, sondern es sind 5 Stück. Dann später in Vers 49, das lesen wir hier unten, heißt es: Und David fuhr mit seiner Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus und er schleuderte und traf den Philister. Also er hat jetzt einen Stein genommen von diesen 5 und jetzt haben wir die 1. Und diese 1 von den 5, also 4 waren noch übrig, die findet den Sieg. Durch diese 1 wird der Sieg erwirkt, diese 1 trifft. Und jetzt könnte man natürlich philosophieren und sagen: Ja, was ist denn mit den anderen 4? Vielleicht hätte er mit denen auch getroffen und so weiter. Man muss wissen, die Bibel ist kein Buch für Philosophen und für irgendwelche Menschen, die Hypothesen anstellen, sondern sie beschreibt das Wesentliche, das Prinzip von allem. Sie beschreibt, wie die Architektur der Welt ist, wie alles aufgebaut ist, wie wir aufgebaut sind, wie die gesamte Schöpfung, die ganze Materie aufgebaut ist. Und hier sieht man sehr deutlich, das ist die Eins, die dann letztlich diesen Goliath, diesen sogenannten Riesen, er ist kein Riese nach der Bibel, er wird nirgends so genannt, wie er den zu Fall bringt. Goliath hat in seinem Wortstamm, hat er Gall. Gall ist auch von Galiläa, ist Gimel-Lamed, bezeichnet hier das Kommen in die Form, die Formwerdung, aber er findet keinen Ausweg aus der Form. Er ist vollkommen der Materie verhaftet. Goliath heißt das in seinem Namen. Und in dieser Verhaftung an die Materie kennt er auch nur die Waffen, wie man sie hier äußerlich einsetzt. Er kann nichts anderes. Und wenn man nichts anderes kennt, dann kann man hier zu einem Riese werden. Aber letztlich bringt ihn diese 1 von der 4 zu Fall. Er stirbt dadurch. Und genauso verhält es sich mit dem Menschen, der hier letztlich in dem Materiellen alles sieht, der nichts anderes sieht als Materie, Materie, Ursache, Wirkung und wenn nicht dann und wenn nicht dann und entweder oder, in dieser Welt der Zweiheit also vollkommen aufgeht und sagt: So wie ich wahrnehme, so ist die Welt, und das ist eben eine Lüge, so ist die Welt eben nicht, wie du sie wahrnimmst, das ist nur und lediglich deine Wahrnehmung, weiter nichts. Dann bist du dieser Welt verhaftet, dann kannst du sogar zu einem Goliath werden, der andere beeindruckt und der andere dahin bringt, dass sie davonlaufen, weil sie Angst vor ihm haben, weil er mit seiner großen Macht imponieren will. Aber diese 1 von den 4, die bringt dich zu Fall. Und der David heißt von seinem Namen her, das ist die Bedeutung Geliebter. Es ist der Geliebte, nicht der, der liebt,
aktiv, sondern passiv. Er ist der Geliebte. Und es ist der Teil in uns, der sich geliebt weiß, der auch diese Macht hat, von dieser Eins zu verwenden bei sich, insofern er den Zugang zu der Eins hat. Wir sehen es in unserer Hand, ich habe es jetzt schon mehrfach verwendet. Da können wir immer, wenn wir anfangen zu zweifeln und sagen, was soll diese Welt, das ist alles so schlimm, es geht alles in den Berg runter und wir leben, wie jetzt viele sagen, in der Endzeit und das ist alles so furchtbar, dann schau doch mal in deine Hand und sieh mal, du hast eine Eins und du hast eine Vier. Und mit dieser Eins, denk an den David, kannst du alles zu Fall bringen. Diese eine Eins ist es, die eben über die Vier siegt, über die, beziehungsweise über die Macht der in sich geschlossenen Vierheit siegt. Dort, wo die Eins nicht mehr bekannt ist, wie bei Goliath, der in der 400, das ist die, der Zahlenwert von dem letzten Buchstabe seines Namens, der in dieser 400 ist auch die Knechtschaft Israels in Ägypten, 400 Jahre, ist der hier gefangen bleibt und nicht darüber hinausgeht, keinen Durchbruch kennt. Also mit dieser Eins kann die 400 überwinden. Und das ist uns im wahrsten Sinne des Wortes in die Hand geschrieben. Wir haben hier mit der Hand etwas ganz Besonderes. Ich möchte dazu noch erwähnen, dass hier mit den Fingern, diese vier, auch die Zwischenräume gezählt werden im alten Wissen. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben also vier Finger mit drei Zwischenräumen. Das ist die 7, ergibt die Siebenheit, wie wir auch die 7 Spektralfarben haben. Und diese Siebenheit steht dieser Eins gegenüber. Und die Eins der Daumen heißt im Hebräischen Bohen. Und Bohen heißt, in ihm sind sie. So kann man das auch lesen, vollkommen richtig. In ihm sind sie. Das heißt, in ihm ist alles enthalten. Von der Eins geht die Vier aus. Geht auch in dem Fall mit den Zwischenräumen gerechnet die Sieben aus. Das bedeutet, aus dem einen, dem das Weiße zugeordnet ist, das Licht in seiner Natürlichkeit, wie die Sonne es bringt, in dem Weißen, wo alles enthalten ist, bringt über die Aufspaltung, über das Prisma die Siebenheit hervor. Das heißt, wir sehen hier in der Welt alles in den Farben, in den Spektralfarben, aber diese Spektralfarben kommen aus einer Einheit hervor. Sei dir dessen eingedenk, wenn du auf deinen Finger schaust, auf deinen Daumen, in ihm ist alles enthalten. Diese Eins ist ganz wesentlich und zu dieser Eins hat jeder Mensch in jedem Jetzt Zugang. Wir können ohne den Daumen nichts begreifen. Das ist hier eine Hauptaussage. Ein weiteres Bild wird gegeben im alten Wissen, nämlich hier sehen wir die Eins, das Haupt, gegenüber vier weiteren Abschnitten des Körpers. Diese Abschnitte sind gegliedert durch die Gelenke. Das oberste ist der Hals und das Halsgelenk, das bis zur Hüfte geht, also den oberen Rumpf, den Korpus, wie man auch sagt. Dann geht es weiter von der Hüfte bis zum Knie. Da bilden sich die Oberschenkel. Die haben alle auch spezielle Namen, spezielle Bedeutung. Man kann das in dem Buch Das Opfer in der Bibel alles nachlesen. Das geht sehr, sehr weit und lässt den Körper ganz neu erkennen und erfahren. Hüfte und Oberschenkel, dann kommen die Unterschenkel, Knie bis zu den Sprunggelenken und als unterstes kommen dann die Füße. Dort, wo der Mensch auch in Zweiheit auf dem Boden steht. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber das ist ein Geheimnis, dass wenn man sich damit befasst, mit einem Mal unglaublich viel öffnet bei uns selbst. Vorhin hatte ich schon erwähnt, wir haben in der Luft ein Teil Sauerstoff, ungefähr, genau genommen ziemlich genau 21%, gegenüber 79%, gerundet 80% an Stickstoff. Ganz kleiner Teil ist Edelgase und Kohlendioxid. Also ein Teil steht vier Teilen gegenüber. Was unser Körper braucht, ist insbesondere der Sauerstoff. Und der Sauerstoff, der wird auch gegeben, insbesondere in der Notfallmedizin. Das Erste, was man lernt dort, gibt dem Patienten Sauerstoff. Also das ist das Wesentliche. Und eine Luft, die keinen Sauerstoff mehr enthält, wissen wir, ist tödlich. Also die Eins, auch hier wieder das Wesentliche von allem. Aber die Eins kommt in
dieser, in einer Vermengung mit der 4 hier in dem Atem zu uns und hält uns am Leben. Sie kommt nicht isoliert. Also wenn man von insgesamt 5 ausgeht, wie wir das auch mit unserer Hand eben auch sehen, dieses Muster. Und dieses eine Teil macht, dass wir hier sind, dass wir da sind. Also überall sehen wir das gleiche Prinzip. Ohne die 1 ist es nicht nur so, dass es schlechter ist, sondern wir sterben. Wir können nichts begreifen. Es sind etwas Grundsätzliches, was den Mensch ausmacht, ist nicht mehr vorhanden. Wenn wir jetzt mal die 1 wegnehmen und machen nur noch so, dann sind wir wie Affen. Dann tun wir nachäffen. So ist auch das, wenn man nur noch auf das Diesseitige geht, wie das von Goliath kurz erwähnt war, und nur noch auf das Messbare, mit den Messmethoden des Diesseitigen, des Materiellen geht, so wie das eben an allen Fakultäten gelehrt wird, wo man nur auf das Beweisbare geht, dann muss man auch nachäffen. Alle Prüfungen, alle Klausuren, die man dort macht, die werden danach bewertet, ob man gut nachäffen kann, ob man ein guter Affe ist. Da braucht man keine 1, da braucht man nur die 4. Und das sollte man sich einfach mal überlegen, was unser ganzes Bildungssystem angeht. Wie könnten wir wieder dahin kommen, das, was wir hier sehen im Diesseitigen, zu verbinden mit dem Ursprünglichen? Und dann bringen wir das ganze Bildungssystem auf ein völlig neues Niveau. Denn dann ist es geeignet, den Menschen zu seinem Menschsein zurück zu verbinden. Und dann ist auch das Wissen, das diesseitige Wissen, brillant. Dann erst nämlich wird es belebt. Dann erst können wir begreifen. Ja, jetzt kommen einige Beispiele, wo die 1-4 direkt mit den hebräischen Zeichen dargestellt, die Begriffe ergeben, die doch in der Bibel ganz wesentlich sind. Also fangen wir ganz oben an. Der Begriff für Mensch lautet Adam, wissen die meisten. Adam wird von uns meistens nur als Name verwendet, aber jeder Name hat natürlich eine Bedeutung. Und diese Bedeutung von Adam ist Mensch. Und dieser Mensch hat ganz bodenständig hier die 1-4 elementar in sich enthalten. Also der Mensch basiert auf diesem 1-4-Prinzip. Die Mem hier am Ende, der Buchstabe M, zeigt, dass er mit dem Leben in der Zeit zu tun hat. Da werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber insgesamt möchte ich damit betonen, es hat mit dem Leben in der Zeit zu tun, wenn der Mensch Adam genannt wird und 1440 in der Zahlenfolge hat. Man kann es auch mal zusammen addieren und dann bekommt man die 45, eine wichtige Zahl. Aber wie gesagt, gehen wir weiter. Exakt der gleiche Konsonantenblock, man kann es vergleichen mit hier oben, aber nicht Adam ausgesprochen, sondern Edom, denn im Hebräischen gibt es ja nur Konsonanten, also Mitlaute. Mitlaute haben selbst ja keinen eigenen Laut, sie können nicht gehört werden, wenn sie nicht durch ein Vokal belebt werden. Vokal ist der Selbstlaut, A, E, I, O, U, haben wir da, im Hebräischen gibt es noch ein paar Zwischenlaute wie ein Ö oder ein Ö, aber das sind alles Vokale. Und wenn wir sagen ein D, dann haben wir dann E dabei. Und wenn wir sagen D, haben wir dann Ö dabei. Der Konsonant ist zwingend auf einen Selbstlaut angewiesen, um überhaupt gehört zu werden. Da könnte man auch vieles noch weiterführen. Das gleiche Wort, beziehungsweise der gleiche Konsonantenstamm, wieder A, D, M. Diesmal ist das M hier unten offen. Das ist also das Zeichen, das am Ende so geschlossen ist. Das M erscheint in der Mitte oder am Anfang eines Wortes eben offen. Also bei dem M ist es offen, erscheint anders. Gefolgt von einem weiteren Buchstaben, der He. He bedeutet Fenster und das sehen wir hier oben. Hier ist ein kleines Fenster drin. Macht die He mit dem A am Ende als Vokal, also Adama, macht aus dem Konsonantenblock, der hier oben männlich ist, ein weibliches Wort.
Deswegen könnten wir genauso korrekterweise übersetzen, Adama ist die Menschin. Was ist Menschin? Was soll das sein? Es wird übersetzt mit Erdboden, vollkommen richtig. Menschin wäre auch richtig, gäbe aber einen ganz anderen Sinn. Und ich wollte das nur kurz erklären. Wenn am Ende also die He ist mit einer Kametz, das ist der Vokal mit A, Adama, dann wird es weiblich. Auch hier der strukturelle Aufbau 1, 4, dann hier mit der 40 gehen wir weiter und kommen zu einem Verb Dome, wieder 440 mit der He am Ende. Wir sehen also von der Adama die 1 weggenommen, dann kommen wir zu dem gleichen, ich gleiche. Wir wollen uns etwas machen, wir wollen etwas ins Leben rufen, was uns gleicht bei der Erschaffung des Menschen. Gleichen hat, steckt also schon in diesem Bündnis 440 D und M mit drin. Dom ist schweigend oder still, stille sein, ist DM und als Darm ausgesprochen. Hier unten ist es das Blut. Worauf ich hinaus will, ist zu erkennen, dass hier Konsonantenblöcke sind, die bei Entfernung der 1, also ich nehme die 1 weg von diesen 4, dieser Verbund, der ganz wichtig ist, ergibt eine völlig andere Bedeutung, aber eine Bedeutung, die wir in der Bibel her als sehr wesentlich erkennen. Also wenn wir Adam, den Mensch, nehmen, streichen die 1, dann kommt dabei Blut heraus, Darm. Und dass Blut eine besondere Rolle in der Bibel einnimmt, das ist ohne Zweifel für jeden erkennbar. Es geht hier nicht um das Blut, das äußerlich fließt und um irgendwelche blutigen Opfer und wie das immer äußerlich dargestellt wird, weil man alles nur dem Buchstaben gemäß unbedingt dann hier in einen Erklärungszwang hineinbringt. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir das im Wort erkennen, was Blut im Wort heißt. Und das Blut hat eben mit dem Gleichnis zu tun, wie wir es eben gesehen haben. Das Gleichnis Gottes ist im Blut als Geheimnis ausgedrückt. Wenn wir also bei Adam die 1 wegnehmen, den Ursprung, dort wo alles beginnt, mit der Einheit, bleibt Blut übrig. Wir gehen weiter und kommen zu einem weiteren Begriff mit bei dem ich einfach nur erwähnen will, wenn wir die 1 wegnehmen, was passiert dann mit dem Wort? Hier haben wir den Begriff Wahrheit, heißt auf Hebräisch Emet. Wir sehen hier auch wieder die 4, 4 im Wesentlichen, vorne von der 1 eingeleitet. Da ist die Beziehung zum Ursprung da. Das Wort Wahrheit hat immer Beziehung zum Ursprung. Wenn ich sage, zum Beispiel, ich habe hier mein Lieblingstier, der Adler. Der Adler ist der König der Lüfte, kann ich sagen, ist Wahrheit, aber das hat mit dem Wort Wahrheit eigentlich gar nichts zu tun. Wenn ich sage, der Baum hat viele Blätter, dann ist das meine Wahrnehmung, ob das Wahrheit ist, ist anhand dieses Wortes, wie es im Ursprung gemeint ist, nicht festzustellen. Beziehungsweise hat es mit der Wahrheit gar nichts zu tun. Das ist vielen gar nicht bewusst. Die sagen, ja, sag mir die Wahrheit, lüg mich nicht an. Sag mir die Wahrheit, wie war es? Das hat mit Wahrheit wenig zu tun. Wahrheit in seinem Ursprung bedeutet, es ist etwas, was das Diesseitige und das Jenseitige verbindet. Ich sehe, dass das Diesseitige seinen Ursprung im Jenseitigen hat. Wenn ich das nicht mehr erkenne, wenn ich diese Eins, diesen Ursprung nicht mehr habe, also die Eins, wie es hier dargestellt wird, streiche, dann bleibt das Wort Med oder auch Mut, kann man das aussprechen, je nachdem, in welchem Zusammenhang es auftritt. Das ist Tod und der Tote. Also Wahrheit und Tod unterscheidet sich in der hebräischen Sprache nur dadurch, ob die Beziehung zum Ursprung da ist oder nicht. Darüber kann man sich Gedanken machen. Das führt sehr, sehr weit und hat natürlich auch mit dem Neuen Testament zu tun. Und wenn es dann auch heißt, Johannes 14,6, wie Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da heißt, hier gibt es eine Verbindung zum Ursprung. Und wenn diese Verbindung nicht da ist, niemand kommt zum Vater, denn durch mich heißt es da. Das wäre ein weiteres Thema, weil man das auch im Hebräischen sehr fein sehen kann, was er da eigentlich sagt. Das ist sonst alles nur, ja, aha, kann man sich vielleicht mal als Spruch brennen lassen in Holz und hängt es an die Wand.
aber da hilft es nicht viel weiter. Wir müssen das in seiner Grundstruktur erkennen und dann ist es eine Architektur, die uns selbst aufbaut, die uns selbst unser Haus auf Felsengrund errichtet. Das ist wesentlich und das ist leider im Christentum vollkommen unbekannt. Also ich wüsste überhaupt niemanden, der im Christentum auf diese Zusammenhänge gestoßen ist. Ich habe viele Biografien gelesen in dieser Hinsicht. Ein Wort, das in sich selbst die Struktur 1-4 trägt, und das ist auch das erste Wort in der Bibel überhaupt, was das macht, das ist das Wort Ed. Das ist der Dunst, der Dampf, auch Nebel. Und wenn wir im Deutschen das Wort Nebel einmal rückwärts lesen, dann kommen wir auf Leben. Seltsam. Also die 1-4 hat schon mit Leben auch im Deutschen zu tun. Und das Deutsche ist, wer sich damit beschäftigt, hier und da doch unwahrscheinlich stark mit dem Hebräischen verquickt. Das Deutsche hat auch sehr, sehr tiefe Wurzeln über das Germanische, Indogermanische in Bezug, wenn man Deutsch kann und dazu noch etwa Niederländisch, Englisch und über das Lateinische und das Griechische, dann sieht man Zusammenhänge, die tatsächlich zum Wesen, zum Urgrund des Menschen reichen. Wenn man sagt, naja, mir reicht das alles, wenn ich hier ein bisschen in die Übersetzung lese und so weiter, naja, das ist ja jedem selbst überlassen, wie weit er kommen will. Wenn jemand nach Gold schürft, kann er sagen, ich investiere jetzt mal 5 Minuten und kratze mal auf der Oberfläche des Berges ein bisschen rum. Aha, da finde ich ein bisschen Gestein. Ach nee, war nichts. Naja, dann war es halt nichts. Aber es ist auch demjenigen überhaupt gar nichts verheißen. Du musst schon schürfen, du musst ganz tief schürfen und musst das, was du lernst, in Verbindung bringen mit dem, was du erlebst. Und darin liegt eben auch dieses 1-4-Geheimnis begründet. Wir sehen hier diese kurze Beschreibung in 1. Mose 2, Kapitel 2, Vers 5b. Denn Gott, der Herr, hatte nicht regnen lassen auf die Erde und kein Mensch war da, um den Erdboden zu bebauen. Vers 6, ein Dunst aber stieg auf von der Erde und befeuchtete die ganze Oberfläche des Erdbodens. Das heißt, ein Dunst, ein Ed steht da wörtlich, also was heißt wörtlich, steht im Grundtext mit der 1,4. Und dieser Dunst bewirkt, dass die Oberfläche befeuchtet wird. Dadurch erst kann Frucht zustande kommen. Dadurch kann etwas zum Himmel hin erwachsen. Ohne diesen Ed passiert da gar nichts. Jetzt in diesem Moment, in diesem Zustand, in diesem Stadium, das hier eben erwähnt wird. Noch ein Beispiel, und das ist ein ganz prägnantes, denn das ist der erste Satz in der Bibel. Auch dieser zeigt schon das 1-4-Prinzip. Der erste Satz der Bibel besteht aus 7 Wörtern, die mit 28 Zeichen gebildet werden. Und 28 durch 7 ist nun mal 4. Es ist Bereshit, Bara, Elohim et Hashamayim ve et Haaretz. Also die gängige Übersetzung ist, im Anfang schafft Elohim Gott et, ist, man nennt dann das ein Zusatz für den Akkusativ, das ist aber wieder hier eine theologische Spitzfindigkeit, weil eigentlich wird damit was anderes ausgesagt. Aber Hashamayim, das ist der Himmel oder die Himmel eigentlich genauer, Ve'et und Haaretz, die Erde. Darüber sind Bücher geschrieben worden, insbesondere im Judentum, allein über diesen einen Satz. Und man kann da nicht einfach so hingehen und sagen, ah ja, am Anfang, da so hat das alles mal angefangen. Denn wir haben wieder hier dieses, hier ist mit dem Resh, Aleph, Shin, wird das gezeigt, dieses Rosh, der Fluss, der von diesem einen, dieser Nahar, in 4 Flüsse übergeht. Da steht ja für die 4 Flüsse dann dieses Wort Rosh. Und das ist auch im ersten Wort der Bibel enthalten. Also hier zeigt sich doch ein ganz anderer Zusammenhang als irgendeine geografische Entwicklung. Das ist letztlich die Entwicklung unseres Selbst. Das hat mit unserer Wahrnehmung zu tun, was bei uns entsteht, wenn wir zum Ewigen aufwachen. Damit hat dieser Vers in erster Linie zu tun und nicht mit Geografie oder irgendeine Geschichtsbeschreibung. Also in diesem ersten Satz der Bibel finden wir genau das gleiche Verhältnis wie in unserer Hand, 1-4. Und das möchte auch hier bestimmt darauf hinweisen, denk mal drüber nach,
über dein Leben, wo ist eigentlich der Ursprung desgleichen? Wo ist der Punkt, an dem ich erkenne, wow, es ist viel, viel mehr, als ich überhaupt bislang wahrnehmen konnte und gedacht habe. Ich möchte zum Schluss kommen mit einem Zitat aus dem Buch Der Weg durch den Tempel von Friedrich Weinreb, Seite 263. Und darin, man kann das selbst nachlesen, ich lese es jetzt nicht vor, darin beschreibt er, dass unser Hörsinn, der ja hier auf zwei Seiten angelegt ist, über zwei Ohren, eben den anderen vier Sinnen, sehen, fühlen, schmecken, tasten, riechen, als eins den anderen vier gegenübersteht. Und diese eins hat eine ganz besondere Bedeutung. Auch hier wieder bei unseren Sinnen, das hat er sich nicht ausgedacht, das ist eine Mitteilung aus alten Überlieferungen, Jahrtausende alt. Und es zeigt auch schon der Aufbau des Wortes Ohr hier unten. Hier haben wir Osen, wird geschrieben mit Aleph, Sei Nun. Und hier haben wir auch die Eins zu Beginn. Und insgesamt ergibt der Begriff den Zahlenwert 58, der mit der 3,5 zu tun hat. Das kann man nachlesen im Buch Schöpfung im Wort, sehr, sehr ausführlich, was überhaupt 58 bedeutet. Das ist auch der Zahlenwert von Noach, den in der deutschen Übersetzung wieder Noah genannt, das ist eigentlich falsch. Noach, rückwärts gelesen, ist es Chen, ist es die Gnade. Noach hat mit Trösten zu tun, Menachem ist der Tröster. Hat damit zu tun, dass man zur Ruhe kommt. Denn Trost bedeutet zur Ruhe kommen. Wie komme ich zur Ruhe? Ich verstehe, dass diese Welt, die ich wahrnehme, nicht alles ist. Es gibt die andere Seite, die ewige Seite, die nicht nach dem Tod kommt, sondern jetzt da ist, in jedem Jetzt zugänglich ist. Das ist das Geheimnis eben auch der Eins und der Vier. Das Eins ist eigentlich genau genommen das Jetzt. Das zerbricht in viele Facetten der Wahrnehmung. Aber wenn ich alles zusammenbringe, dass ich sehe, in diesem Jetzt ist sowohl das Ursprüngliche als auch das Diesseitige da, das Jenseitige und das Diesseitige in einer Einheit, dann begreife ich plötzlich die Welt, dann begreife ich auch das Wort und das Wort selbst kann sich dann mir öffnen, kann mir mit einem Mal sagen, beschreiben, worum es geht in meinem Leben, in deinem Leben. Das ist etwas ganz Wesentliches. Also das Hören geht in eine ganz andere Dimension, als es das sehen könnte, als es riechen, schmecken, tasten könnte. Und das habe ich mal gehört von einem Neurowissenschaftler, dass beim Hören einmal der informative Gehalt ausgewertet wird von der Großhirnrinde. Das ist also der analytische Teil. Aber beim Hören geschieht noch etwas anderes, nämlich wir nehmen die Stimmung wahr. Wir nehmen die Melodik wahr, die Rhythmik des Gesagten und genau das vermittelt uns, und man kann es bei ganz kleinen Kindern beobachten, was wirklich gesagt wird. Denn die Inhalte kann man sich auswählen, kann man konstruieren, kann man dahersagen aus dem Gedächtnis, aber was unsere Stimmung angeht, das lässt sich nur sehr, sehr schwer manipulieren. Der Körper lügt auch nicht, wenn wir sprechen, dann bewegt sich der Körper ganz unbewusst unserer inneren Überzeugung gemäß und so erreicht auch das Gehörte bei uns eine Dimension, die Neurowissenschaftler nennen das das Stammhirn dann, also der archaische Bereich in unserem Gehirn, wo die elementaren Funktionen unseres Körpers gesteuert werden, Atmung, Kreislauf und so weiter. Das Gehör durchdringt und damit das, so möchte ich zusammenfassen, das Gehör durchdringt alles, unser gesamtes Sein. Und aus diesem Grund sagt uns Paulus in Römer 10, Vers 17, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Gottes. Nun, das ist, soweit ich weiß, aus der Luther-Übersetzung. Und Predigt war natürlich zu seiner Zeit ganz wichtig. Das, was wirklich steht, ist, so kommt der Glaube, da wird das griechische Wort Pistis verwendet. Und das bedeutet ganz genauso auch Vertrauen. Also wie kann Vertrauen gewonnen werden? Wie entsteht Vertrauen? Das hat sehr, sehr viel mit dem zu tun, was wir hören, was über die Akustik kommt. Denn hier sehen wir sehr schön, für das Wort Predigt steht im Griechischen Akoe. Und Akoe
ist eben nun mal der Stamm unseres Wortes Akustik. Also was über Schallwellen in unser Ohr gelangt. Es geht noch viel, viel weiter, aber dabei möchte ich es hier im Wesentlichen bewenden lassen. Unser Vertrauen geschieht also durch dieses Hören. Und Hören ist nun mal auch wieder etwas anderes als Lesen. Wie oft höre ich das? Nun, wie anfangs gesagt, betreibe ich das Tonarchiv. Nein, ich will das nicht hören, ich will die Vorträge nicht hören. Ich will lieber was lesen, ich brauche ein Buch in der Hand, wo ich mir das anstreichen kann. Ja, sicher, so sind wir alle aufgewachsen, so sind wir groß geworden, dass wir gerne lesen und gerne studieren und ganz viel anstreichen und dann immer wieder lesen. Aber da kommst du nur an deine Großhirnrinde, da kommst du nur ans Äußerliche deines Daseins, weil die Großhirnrinde ist auch noch ganz außen. Das Wesentliche in dir wird dadurch nicht berührt. Das Wesentliche in dir wird durch das Hören berührt. Und dieses Hören geschieht, indem wir gegenseitig sprechen. Wir brauchen keine klugen Reden halten, wir brauchen uns keine Predigten vorhalten. Wir sprechen aus uns selbst, was uns kommt, was uns ausmacht. Wir sprechen aus, was uns bewegt. Gegenseitig hören wir. Gegenseitig sind wir still, hören zu, aber auch sprechen wir und der andere ist still und hört zu. Gehört alles zu etwas, was heute mehr und mehr verloren geht. Leider durch dieses ganze Handy-Gedattel und was weiß ich, da findet das alles nicht mehr statt. Das heißt, auch unser tieferer Bereich, unsere Eins, wird nicht mehr berührt und nicht mehr angesprochen. Die Folge ist, dass eine ganze Generation abstirbt, dass überhaupt keine Beziehung mehr da ist, man gar nicht mehr weiß, wonach man sich überhaupt sehnen könnte, weil kein Ansatz mehr dazu gegeben ist. Und das ist eine sehr traurige Situation. Aber mit dem Blick in unsere Hand könnte uns bewusst werden, Moment mal, ich bin viel, viel mehr, jeder von uns ist viel, viel mehr, du bist viel, viel mehr, als du wahrnehmen kannst, als du meinst, als deine Umgebung von dir sagt. Was ist das schon wert? Du bist mehr und der Blick in die Hand sagt dir das, das Hören vermittelt es dir auf einer Ebene. Und wenn wir dahin kommen, etwas mehr darauf zu achten, wer wir eigentlich sind, da kann uns dieses 1-4-Prinzip, das wir eigentlich überall im Leben finden und besonders auch in der Bibel, sehr hilfreich sein. Am Ende noch zwei Literaturempfehlungen. Ich kann leider in dieser Hinsicht keinen anderen empfehlen als Friedrich Weinreb. Es geht mir gar nicht um seine Person, aber diese Mitteilungen, die er gegeben hat, sind absolut einmalig für mich. Ich habe international und auch national niemand anders kennengelernt, der so tief aus diesem alten Wissen schöpft und das für unsere Zeit verständlich übermittelt hat als eben Professor Weinreb. Und da möchte ich zwei Bücher empfehlen. Das eine heißt Zahlzeichen Wort, das symbolische Universum der Bibelsprache, und das andere ist Schöpfung im Wort. Das ist das sehr, sehr ausführliche Werk, sein Grundlagenwerk. Das erste ist nur ein bisschen eine Einführung, eine Einleitung. Und hier sieht man die Wurzel der Bibel sehr gut aufgeschlüsselt. Man kann es in Portionen, die man verdauen kann, selbst sich einverleiben. Und wenn es sein darf, werde ich weitere Videos zu den Themen machen und vielleicht sehen wir uns an dieser Stelle wieder. So, damit möchte ich zum Ende kommen, dieser kleinen Einführung, eine Übersicht über das 1-4-Prinzip. Wenn wir uns dem ein bisschen noch mehr nähern wollen, es gibt Bücher, es gibt Vorträge zu dem Thema, in erster Linie durch Friedrich Weinreb publiziert. Aber auch, wenn wir wach sind und unsere Umgebung anschauen, könnten wir vielleicht hier und da mal darauf achten, wo können wir das finden. Das hat ganz viel mit uns zu tun, mit dem Wesentlichen in uns. Und wir sind doch einfach mehr als diese vier, die auch den Kronos, die Zeit, darstellt. Und die Eins, die von oben einfällt, sind die Einfälle, die Zufälle, die wir haben, kommen über diese Eins zustande, über diesen Bohen. In ihm ist alles, in ihm sind sie vorhanden. Und wenn diese zusammenkommen, dann können wir zugreifen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, dir und mir, Ihnen alles Gute, eine gute Zeit. Und so Gott will, sehen wir uns bei einem anderen Video wieder. Auf Wiedersehen.